Ist Lothar Butkus der Stadionsprecher des DSC Arminia Bielefeld. Wie kam es dazu? Ich war damals Dischjockey in Bielefeld. Das sprach sich dann natürlich auch rum. Es war ein sehr erfolgreicher Laden, dass der Dischjockey absoluter Arminia-Fan war. Und da war das fast schon notgedrungen, dass man damals auf mich zukam und sagte, ob ich den Job nicht übernehmen wollte. Das habe ich natürlich dann gern gemacht. Knapp 14.000 Zuschauer haben nach der langen Winterpause den Weg auf die Alm gefunden und erleben einen Auftakt nach Mars. Ronald Maul heißt der Torschütze zum 1:0. In der 23. Minute bringt Peter Quallo Toben im Strafraum zu Fall. Klare Entscheidung, 11 Meter. Gegen Vorholz platzierten Schuss ist Stein machtlos. Auch nach dem 1:1 bleibt der DSC überlegen. Doch Peter Hopday und wenig später Thomas von Hesen ergeben beste Möglichkeiten. Noch passt nicht alles zusammen. Maul gehört weiterhin zu den besten Akteuren. Zunächst ein geschickt angeschnittener Freistoß. Dann dieser Torschuss mit seinem schwächeren rechten Fuß. In der 66. Minute der Auftritt des Kapitäns. Die Emsländer setzen jetzt alles auf eine Karte und zwingen Uli Stein zu mehreren Glanzparaden. Das 2:2 durch Mettens Stürmer Robert Toben kann aber auch er nicht verhindern. Der DSC kann sich bei seinem Keeper bedanken, dass wenigstens noch ein Unentschieden herausspringt.